Wir stehen bzw. laufen in Grünau unterhalb vom oberen Bahnhof. Die alte Bahnstrecke, das ist der Straßenbahnwaggon noch zu sehen. Wir haben hier übertragen das Jubiläum der Bahnlinie mit 100 und ich weiß aus dem Kopf gar nicht sagen, im November mit 140 Jahren oder so. Oben ist der Rahmsteiner Wald. Und heute gehen wir aber nicht zur Bahnlinie, weder Eisenbahn noch Straßenbahn, sondern schwenken vom oberen Bahnhof zum, so, erstmal noch Zoom rausnehmen und gehen jetzt noch die paar Meter zum Bücherschrank, was eine große Empfehlung ist. Hier ist der Bücherschrank zum freien Tausch von Büchern oder manchmal DVDs, CDs, Videos. Buchtauschschrank. Ich öffne es gleich, aber das Verdienst ist hier vom Kunsthandwerker. Feller. Hier sehen wir das schon mal. Und hier gibt es die berühmten Feuertonnen und viele andere Artikel. Und die Feuertonnen werden unter anderem auch für die Freien Sachsen und für den Sachsen-Shop Sachsen-Versand hergestellt mit wechselnden Motiven. Bäckerfeller Stefan Eger. So ist das. Feuertonnen, Skulpturen. Und jetzt, wie gesagt, jetzt gehen wir nochmal zum Bücherschrank und ich stelle das mal ganz kurz vor, weil das wirklich gelungen ist. Wir kannten das bisher vom Stausee Oberwald oder von der Ostsee, von Zingst und auch auf Usedom. Hier sehen wir das jetzt. Sind wirklich lesenswerte Bücher dabei, auch antiquarisch richtig gute. Und große Empfehlung aus Grünau.